Das Leben ist eine Reise. Man sieht viele Dinge. Man erlebt verschiedenste Dinge. Es ist ein großes Abenteuer. Und gemeinsam wird dieses wahrlich zum Erlebnis. Doch warum nimmt jeder diese Reise auf sich? Eine Reise mit vielen Hindernissen, vielen Qualen, vielen Schmerzen. Tief im Inneren spüren wir es alle. Wir alle sind auf einer großen Suche. Das Leben ist eine Suche. Eine Suche nach Freude, Liebe und Glück. Eine Reise mit einem einzigen Ziel, ihren eigenen Sinn zu finden. Und nur gemeinsam kann man diese Reise bestehen. Die Suche nach dem Sinn des Lebens. Die Suche nach dem Glück. Im Herzen wird immer das Feuer der Leidenschaft brennen. Und solange dieses Feuer brennt, ist man am Leben. Auf das es nie erlöschen möge. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 5. The Search for Happiness. Kapitel 1. Die Bedrohung einer gefallenen Welt. Die wunderschöne Verwüstung unserer Welt versank im Chaos. Als einst unser Kaiser, die dunkle Macht, von ihrem eigenen Gegenstück vernichtet wurde, schien alles noch eine gute Wendung zu nehmen. Die Wächter unserer Welt traten in ihre gerechten Positionen und regierten uns alle mit gerechter Hand. Doch der große Krieg der Menschenwelt veränderte Dinge. Unser Herrscher Darkrai war gefallen. Einst hatte er mich auserwählt, mit ihm in den Krieg zu ziehen. Und wir hatten versagt. Mit dem Tod ihres Bindeglieds zerbrach das Band der Weltenwächter Iveltal und Giratina. Sie verschwanden beide wieder in ihre Welten. Die dunkle Welt stand ohne Herrscher da. Eine noch nie dagewesene Situation. Eine Situation, die uns alle überforderte. Jahrelang dauerte dieser Zustand nun schon an. Alles Vertrauen unserer finsteren Gemeinschaft schwand. Und nun standen wir einer größeren Bedrohung gegenüber als jemals zuvor. Es begann, als eines Tages im Turm der Götter eine Verzerrung des Raumzeitgefüges klar wurde. Ein Wesen hatte dort die Welt betreten, welches nicht hätte kommen sollen. Schon bald erreichte das Wesen das Zentrum der Welt. Manche versuchten es zu verscheuchen, doch die Macht des Wesens war unfassbar. Keiner konnte es bezwingen. Die Pokémon unserer Welt waren nicht in der Lage. Ich und mein einzig verbliebener Freund Dark stellten uns dem Schänder der Welt. Wir versuchten, das Problem diplomatisch zu lösen. Doch dieses Wesen wollte nicht verhandeln. Und so stellte es uns eine Bedingung. Entweder würden wir dafür sorgen, dass die Wurzelwelt sein werde, oder unsere Welt würde verenden. Die Wurzelwelt. Die Welt, die unser Herrscher immer so verachtete. Die Welt, aus der die wahren Peiniger unseres Landes stammten. Ohne eine andere Wahl zu haben, stimmten wir dem Handel zu. Wir beide würden aufbrechen in die Wurzelwelt. Und wir würden die Wächter töten. Doch, war es wirklich gerecht von uns? Nein, und das wussten wir. Dies war es nämlich nur, was wir das Wesen glauben ließen. Wir reisten in die Wurzelwelt, doch was wir vorhatten, war etwas anderes. Wir würden die dunkle Welt retten. An einem entlegenen Ort unseres Landes fanden wir ein Portal. Ein Portal, welches uns an unser Ziel bringen würde. Wir, das sind mein Freund Dark, ein Gengar. Und ich, Black, ein Zoroark. Beide von uns wussten, dass unsere Mission keine leichte werden würde. Vor allem nach den Geschehnissen des Krieges. Ich war ein persönlicher Feind für die Wächter. Doch wir mussten sie überzeugen. Und so reisten wir in die Wurzelwelt, in das kleine Silberdorf. Die Bastion der Hoffnung. Die Bastion des Weltfriedens. Und was jetzt? Suchen wir diese Leute und bitten sie einfach um Hilfe? Ich bezweifle es. Wenn diese Pokémon mich sehen, werden sie wohl kaum gesprächsbereit sein. Gerade dieser Shinux. Wir müssen ihn erst irgendwie klar machen, dass wir in Frieden kommen. Müssen wir es wirklich? Weshalb können wir nicht einfach machen, was dieses Ding von uns verlangt hat? Wäre das nicht einfacher?
Es war eindeutig, dass Dark nicht am Krieg teilgenommen hatte. Er war zusammen mit einigen anderen in der dunklen Welt geblieben. Ich hätte wohl dasselbe getan, wenn Meister Darkrai mich nicht persönlich erwählt hätte. Darkrai, wenn er jetzt nur hier wäre, dann wäre alles so viel einfacher. Er würde mit diesem Wesen fertig werden, ohne Probleme. Wenn er wiederkehren würde, dann könnte er die Wächter wieder um sich versammeln und unsere Welt schützen. Doch wie könnten wir dies erreichen? Wäre das vielleicht unsere wahre Chance? Wenn wir irgendwie ins Gespräch mit den Wächtern dieser Welt kommen würden, dann würde ich diese Option auf jeden Fall zur Sprache bringen. Das wäre nicht einfacher, das wäre geisteskrank. Diese Pokémon haben den dunklen Magier besiegt. Und Meister Darkrai in seiner reinen Form. Wenn wir versuchen würden, sie anzugreifen, dann würden sie uns in der Luft zerfetzen. Aber wenn wir sie auf unserer Seite hätten, hätte auch dieser Eindringling keine Chance. Das heißt, wir müssen sie auf unsere Seite ziehen. Wenn du meinst, mich kennen sie ja nicht, tarn dich doch einfach, bis sie bereit sind, uns zuzuhören. Danach solltest du dich lieber zeigen, sonst werden sie denken, wir versuchen sie zu hintergehen. Es war ein logischer Grundgedanke, doch erst mussten wir sie finden. Sie werden sich hier im Dorf aufhalten. Wenn du ein Pokémon von einer der Spezies siehst, sprichst du es an. Entweder ein Bisasam, ein Latias, ein Latios, ein Shinux, ein Seemops, ein seltsames Evoli, was auch immer, ein Vulpix oder ein Hydropi. Ich tarne mich am besten als irgendein unauffälliges Mistviech, dann passt es. Am besten auch ein Geist, sonst kommt's komisch. Ich machte es simpel und wurde schnell zu einem Nebulak. Perfekt, also auf! Wir müssen ins Dorf! Wir brachen auf. Auf dem Dorfplatz herrschte reger Verkehr. Viele Pokémon tummelten sich an verschiedenen Orten. Als ich damals das Shinux entführt hatte, waren hier noch weniger Bewohner gewesen. Aber keiner von ihnen schien einer der Wächter zu sein. Aber bald sah ich im Augenwinkel eine rote Gestalt auf dem Hügel. Latias. Sie war eine der Wächterinnen. Da oben, Dark! Wir müssen zu ihr! Er sah das Pokémon nun ebenfalls. Zusammen gingen wir zu der Wächterin. Das Drachenwesen, welches von dem Hügel aus das Dorf überblickte, bemerkte, als wir uns annäherten. Ihr beiden stammt nicht von hier, nicht? Was führt euch zu uns? Dark entschied sich nicht drum herumzureden. Wir sind hier, weil wir die Wächter dieser Welt sehen müssen. Wir stammen aus der dunklen Welt. Sie beäugte uns misstrauisch. Nun, diese Gruppe, die ihr Wächter nennt, hat sich getrennt. Nur noch zwei von ihnen sind in Silberdorf. Ich und Dark warfen uns einen vielsagenden Blick zu. Dann lass uns zumindest mit euch beiden reden. Es ist bedeutend. Ein gewisses Misstrauen zeigte sich immer noch in ihrer Stimme. Doch sie stimmte zu. Gut, wartet hier. Ich werde Hydropi holen. Sie kehrte nur wenige Minuten später zurück. Dieses Mal mit einem Hydropi an ihrer Seite. Ja, was gibt's? Dark begann sofort die Lage zu erklären. Wir sind als Vertreter der dunklen Welt gekommen, um eure Hilfe zu suchen. Unsere und eure Welt sind in Gefahr. Seid ihr bereit, uns anzuhören? Die beiden Wächter sahen sich kurz an. Gut, wir werden euch anhören. Ich entschied mich, dass nun wohl der richtige Zeitpunkt sei, meine Tarnung zu lösen. Vielleicht etwas zu früh, aber wir würden es regeln können. Und wie bereits erwartet, erkannten mich die beiden auch sofort. Du, warum bist du hier? Nach dem, was du im Krieg abgezogen hast? Ich bin als Vertreter meiner Welt hier. Und ich hatte mich nur getarnt, weil ich wusste, dass ihr euch sonst nicht bereit erklärt hättet, uns zuzuhören, wenn ihr mich gesehen hättet. Nun, hört uns bitte an. Nenne mir einen Grund. Du hast uns klar genug gezeigt, dass du unser Feind bist. Ich bin kein persönlicher Feind eurerseits. Ich bin meiner Welt treu. Und bei unserer letzten Begegnung war Darkrai der Anführer meiner Welt. Also befolgte ich seine Befehle. Und dieses Mal stehe ich wieder für meine Welt hier. Nur, dass wir dieses Mal dasselbe Ziel anstreben werden. Ich bin immer noch nicht. Das Hydropi unterbrach sie. Hören wir uns doch zumindest ihre Geschichte an, Latias. Danach können wir entscheiden, was wir tun. Kurz sah sie uns und ihren Kollegen unentschlossen an. Doch anschließend blieb sie stumm. Danke. Also, in unserer Welt ist ein merkwürdiges Wesen im Turm der Götter eingefallen. Unsere zerbrochene Gesellschaft ist nicht mächtig genug, um es zu stoppen. Es hat viel Macht.
Und es forderte von uns, dass wir ihm diese Welt auslieferten. Ansonsten würde es die dunkle Welt zerstören. Bevor ihr jetzt ausrastet, hört zu. Wir wollen dem Ding keine Folge leisten. Wir sind gekommen, euch um Unterstützung darin zu bitten, das Wesen zu besiegen. Ein Wesen, das stark genug ist, um die herrscherlose dunkle Welt zu unterdrücken? Und es ist auf unsere Welt aus? Das klingt wahrlich bedrohlich. Nun gut, ich glaube dir. Doch unser Team ist wie gesagt nicht versammelt. Ich hatte eine Idee. Wir bräuchten eure Hilfe nicht. Und wir könnten euch auch in Zukunft euren Frieden lassen, wenn wir unseren Wächter wieder bekämen. Wenn wir es schaffen, Darkrai zurückzuholen. Nein! Hydropi, wir werden unser Team versammeln. Bist du einverstanden? Wir brauchen unser volles Team für diese Mission. Wir sind nur als Team stark. Wir brauchen alle. Ohne Ausnahme. Wenn du verstehst, wie ich das meine. Das Hydropi sah Latias an. Meinst du, wenn ich sage alle, dann meine ich alle. Auch Günther. Er wird es verstehen. Und was sollen wir tun? Reist zurück in eure Welt. Schindet Zeit. Wir brauchen mindestens 2 Wochen, um das Team zu versammeln. Wenn nicht mehr. So lange müsst ihr das Wesen hinhalten. Bitte es um mehr Zeit. Irgendetwas. Dark schien widersprechen zu wollen, doch ich stoppte ihn. Gut, wir werden euch in der dunklen Welt erwarten. Ihr werdet es nicht bereuen, ich verspreche es. Latias wirkte zwar immer noch eindeutig misstrauisch, doch sie blieb stumm. Geht, Hydropi, wir machen eine Lagebesprechung. Ich hätte es zwar nie gedacht, aber nun hörte ich auf die Worte einer der schlechteren Darkreis. Und so begaben wir uns zurück in unsere Welt, um die Zeit zu schinden, die nötig wäre. Und somit endet auch mein Part der Geschichte. Er hat mich ewig gedrängt, das hier zu schreiben, also meinetwegen. Ich hoffe, ihr hattet zumindest euren Spaß dran. Latias Sicht. Gut, Hydropi, wir teilen uns auf. Wir müssen alle einsatzfähigen Krieger finden. Und wie machen wir das? Ich hatte bereits einen vollen Plan im Kopf. Mach dich bereit. Du reist nach Schatzstadt und gibst Lord Ecke Bescheid. Danach holt ihr Latios und Seemobs. Und was machst du? Kurz blickte ich in den Himmel. Ich tue, was ich schon längst hätte tun müssen. Ich reise in die andere Welt. Und hole Ivy. Hydropi wirkte unschlüssig. Wirklich? Wir haben doch schon seit Jahren nichts mehr von ihr gehört. Sie reagiert doch nicht einmal darauf, wenn du versuchst, sie zu benachrichtigen. Ich muss. Sie wird uns nicht im Stich lassen. Da bin ich mir sicher. Wenn sie erfährt, wie dringend das ist, dann wird sie uns helfen. Und ich muss sicher gehen, dass mit ihr alles in Ordnung ist. Warum sie sich nie sehen lässt. Ich konnte ihn zwar offensichtlich nicht von meinem Plan überzeugen, doch er wusste, dass es keinen Sinn hätte zu verhandeln. Er würde mich nicht abhalten können. Ich hatte zu lange nichts getan. Vermutet, dass Ivy einfach nun ihr eigenes Leben führen wollte. Aber was, wenn ihr etwas geschehen war? Ich hatte mich all den aus der anderen Welt schon immer verbundener gefühlt als alle anderen. Sie alle waren ganz oder teils ohne Eltern aufgewachsen. Seit dem Tag, an dem wir sie getroffen hatten, hatte ich mich für sie alle verantwortlich gefühlt. Ich weiß nicht, wo dieser Instinkt einst herkam, doch ich hatte den Fünfen gegenüber dieses mütterliche Gefühl, den Stolz, die Freude, die Trauer. Sie fühlen sich für mich wahrlich an wie Familie. Und trotz dessen habe ich so lange nicht gehandelt. Es war an der Zeit, sich wieder zu vereinen. Sollte Ivy tatsächlich in Schwierigkeiten stecken, würde ich ihr helfen. Na gut, dann mache ich mich mal bereit. Aber nächstes Mal bist du dann effizienter, ja? Eines von 4 Pokémon. Also dann, dir auch gute Reise. Wir treffen uns hier, sobald jeder seinen Teil erfüllt hat. Ich werde das Portal im Seelenwald nehmen. Versuchen wir beide, in 2 Wochen wieder hier zu sein, gut? Gut. Also dann beginnt hier wohl ein neues Abenteuer. Viel Glück, Latias. Und grüß Ivy von mir, wenn du sie gefunden hast, ja? Ich würde sie finden und wieder zu uns bringen. Erst durch meine Entscheidung merkte ich wahrlich, wie viel sie mir eigentlich wirklich bedeuteten. Ich würde diejenigen, die ich meine Familie nannte, wieder um mich versammeln. Die Suche hatte begonnen.